Hallo, grüß Gott, Servus. Jep, ich bin immer noch dabei. Diese blöden, vielen Orks da hinten zu töten. So, den zweiten Schamanen, den habe ich ja niedergemetzelt. Gucken, wo der ist. Was sind das viele da? Der muss doch hier irgendwo liegen. Naja, kommen sie schon an. Nee, das ist eine... Ach, da liegt er. Okay, jetzt habe ich es gesehen. Naja, und wie das weitergeht, da könnt ihr euch denken, das würde ich jetzt wie in der letzten Folge nicht die ganze Zeit so machen, sondern, oder auch zeigen, sondern ich hole sie mir ein bisschen raus und dann metzel ich sie nieder, lasse irgendwo hängen. Ja, einen besseren Spruch habe ich leider nicht. Aber ich möchte das auch hier auf diese altmodische Art und Weise abkürzen und melde mich dann, wenn wirklich hier Erfolg ist. Uah. Ja, an der Stelle eine kleine Erholung vom Kampf, indem wir mal schlafen gehen. Dann geht's wieder weiter. Das wird übelst. Ah, ich melde mich. Das war echt Hardcore. Roland Hardcore hier. Jetzt gucken wir mal hier rein. Glaube ich, ist keiner mehr. Gucken wir erstmal, was hier so drin ist. Und außer Fässer, ein Kessel, buntes. Nein. Ist das eine Tür? Oh, eine Tür. Hier geht es irgendwo hoch. Hier ist ein Löchlein drin. Dann gehen wir erstmal hoch. Okay. Hier oben gibt es jede Menge. Hier zum Beispiel Laborwasserflasche rum. Und noch mehrere Laborwasserflaschen. Ja, die Freizeit ist draußen groß zu erkennen. Also hier bei meinem Fenster. Unser Alchemietisch. Und wieso ist denn hier ein Kessel hier ganz oben? Warum denn das? Kann ich ja gar nichts machen. Okay. Aber unten ist ja ein Kessel. Jetzt gucken wir mal hier. Ein Bett und noch ein Bett. Mhm. Hier auch ein Doppelbett. War hier was? Nein. Dann gehen wir mal wieder runter. Oder so. Dann gucken wir mal, was hier in der Ecke ist. Oh, 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 oh. Alles klar, jetzt sind wir hier an der Mauer. Warum ist denn hier das Stück rausgebrochen? Okay, immer hinter den Häusern gucken. Ja, großen Lederbeutel. Schön. Und ein bisschen Feuerkraut. Schönes Gebäude, muss ich schon sagen. Nicht darum. Okay, bleiben wir wieder hier hängen. Dann gucken wir mal, was es auf der Seite gibt. Hier habe ich ja noch nie so viel gucken können. Ah, eine Truhe. Nee, nee. Speichern. So, Stift ist gezückt und es geht los. Aha. Gut. Hm? Ach, das war eine kurze Kombo. Aber dafür gibt es einen Käse. Ein Käse, Goldbrocken und einen Blitz. Schön. Hier links rüber. Ah, noch eine Truhe. Fortunos Truhe? Fortuno, wieso Fortuno? Bringt mir das Glück? Fortuna? Abspeichern. Mal gucken. Ist die auch abgeschlossen? Nein, ist sie nicht.
Der grüne Novize. Oh, ha, Rezept für den grünen Novizen. Jopf. Was gibt denn das? Guck ich mal eben nach. Schwupps, hier sind wir, der grüne Novize. Lesen wir mal, ob was. Die Stängel lassen sich zwar prima drehen, aber was wir im Sumpflager hatten, war von anderem Kaliber. Wenn ich die Essenz aus zwei Sumpfkrautpflanzen verwende, dazu einen Feldknöterich, dann habe ich einen Stängel mit der Wirkung des grünen Novizen. Der grüne Novize hilft gegen Schmerzen jeder Art und macht einen klaren Kopf. Das könnte ich jetzt eigentlich gebrauchen, ließ aber nicht hier runter. Ja, von wegen klarer Kopf, ne? Wasserpfeife. Naja, Wasserpfeife. So, in dem oberen Bereich dürften sich noch einige Orks tummeln. Gucken wir aber erstmal hier, ob es hier was gibt. Nein, nur ein Bettchen und ein Hängengebleibe. Ja. Schauen wir mal. Ist hier eigentlich auch ein Grab? Ausgrabungsstelle? Nein, die ist auf der anderen Seite über mir, also in dieser Richtung. Ja, da oben ist noch ein großer Ork. Schauen wir erstmal weiter nach. Ups. Bett, Totenschädel und noch eine verschlossene Truhe. Ohne den richtigen Schlüssel Ach kriege ich das nie auf. so, wieder mit dem richtigen Schlüssel zu öffnen. Ich mag das nicht. Ich meine, wir waren hier schon rum, ne? Ja. Dann gucken wir mal eben, ob wir ihn hier mal herausholen können. Aber erstmal gucken, ob es hier noch irgendwelche Peoples gibt. Also das ist ja ein richtig geiles Lager hier, meine Herren. Schön. Schön, 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 schön. Reifesteine. Und jetzt noch eine Truhe, zu weit entfernt. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Als hätte ich es geahnt. Als hätte ich es geahnt. Ohne Winde. Nee, das sah aus wie eine Winde hier eben, sorry. Aber manchmal, habe ich schon gesagt, das war gestern Abend sehr, sehr ausgewogen und lang. Hier hängt doch was. Da kann ich nicht nehmen. Uiu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 
Blitz und Blitzschlag. Oho. Da müsste man später mal gucken, wie viel die ja, an Zerstörungskraft haben, was da der Unterschied ist. Das habe ich jetzt noch nicht so mir angeguckt. Bin ja auch nicht so der Magier-Typ. Ein paar Kraut in der Ecke. Lalalala, the Anvil, der Amboss. Jetzt fällt mir wieder die Gruppe Krups ein, eine Deutsche. Sie hat mal das Industrial-Lied The Anvil gesungen oder performt. Ja, da ist schon der nächste. Ich habe nicht abgespeichert, aber ich bin der Meinung, dass das jetzt nicht so ein schwieriger Krieger ist, zumal er jetzt zu Boden fallen wird. So, da haben wir den Stammeskrieger und immer mit den vielen Orks kriegt auch immer schöne, viele Getränke. Wo ist denn seine Waffe? Da ist die Waffe. Datei. Speichern. Gibt's da noch mehr von eurer Sorte da oben? Kann sein. Ach ja, hier sind wir ja rausgekommen gehabt. Aus der einen Hütte. Okay, zwei habe ich gehört. Oh, und mit Schamane. Das heißt wieder, oh, nicht hängen bleiben. Oh, 4. Ihr wisst, wie ich das mache, ne? Wir wollen uns jetzt nicht so arg da an diesen aufhalten. Hier gibt es einen schönen Knotenpunkt, da bleiben sie meistens alle hängen. Und bis später. Los. Knie nieder vor mir. Danke. Wow, hat er wieder nur ein Fell dabei. So. Dann machen wir es einfach mal. Rennen wir zu ihm hin. Er verfehlt und wir können den Ork-Schamanen einen überbraten. Ich hoffe, da gab es übrigens noch einen, der ist aber während meiner Kämpfe und bei einer Übernachtung verschwunden. Was ist das hier? Oh, da gibt es ja noch mehr, da geht es ja noch weiter. Auch wieder drei Peoples. Mal gucken, was sie machen. Ah, die gehen so rum. Die wollen da los. Die wollen durch den Zaun und hauen blöd rum. Tja, ich habe hier den Ork-Häuptling erwischt. Konnte ihn hier durch töten. Speichern. Gucken, ob der andere hier noch hängen bleibt. Er bleibt da hängen. Herrlich. Mal gucken. Das ist ja richtig wie für mich geschaffen. Na, so oft treffe ich ihn denn nicht. Oh ja. Herrlich. Ja, man sollte ein paar Gothic-Bugs schon ausnutzen. Super. Hier ist die Waffe runtergefallen. Die holen wir jetzt auch mal. Wo ist er denn hingefallen? Na, nicht als Heilkraut verwandelt. Hä, wo war sie denn jetzt? Okay, dann war das ein Sehfehler meinerseits. Wie lustig, lustig, lustig. Tralalalala. Orb-Häuptling hat ja auch nur ein wärmendes Fell dabei. Hier gibt es wieder eine Truhe. Speichere ich mal. Wenn da wieder nicht ein Schlüssel. Doch, die Klappenanimation klappte nicht. Wow. 250 Goldstücke. Klappt die wirklich nicht? Nee, Tatsache, die klappt nicht. Die Klappenanimation klappte nicht. Der Truhe. Buschkommode. Buchkommode. Hallo, Buchkommode. Crimson. Aha. 79 Goldbrocken. Sketty war. Aha. Garats, alle Wachen. Das sind doch die im Tal da. Wo die vielen Portale sind. Das ist ja interessant. Andere 20. Huno, Fisk, Sneff, je nach Waren. Aha. Wie nennt sich dieser Bereich? Kann mir das einer mal erklären? Weil ich habe da noch nicht so ganz durchgestiegen. Respektive bin da noch nicht so ganz durchgestiegen. Wow. Okay, hier haben wir wieder ein Portälchen. Apropos, haben wir denn jetzt wieder einen Fokusstein? Muss ich mal gucken.
Ja, wir haben ja eine blaue Tafel, wir haben eine rote Tafel. Wieso denn? Moment mal, ich hab. Kann das sein, dass ich eine rote Tafel. Ach, Moment, eine lila Tafel. Ach ja, richtig, jetzt sind es vier Tafeln. Eine Tafel Schokolade wäre jetzt nicht schlecht, aber ich darf ja nicht. Hier haben wir einen Fokusstein, wunderbar. Und da geht's auch irgendwo rein. Hier ist eine lustige Bambushütte. Wahrscheinlich werden hier Sklaven gehalten. Das erinnert mich daran. Ja, siehst du. Da ist schon ein Sklave. Was ist denn das? Ein Knochen. Ach, wo gab es eine Bambushütte? Wo waren denn so viele Bambushütten? Da ist noch so eine Bambushütte. Würde mich nicht wundern, wenn da oben auch noch wieder. Oh, ganz viele Truhen. Die muss ich bestimmt alle knacken. Oh, das bleibt da hängen, Leute. Sorry. Hehe. Gucken wir mal nach. Toll. Jetzt ist mir mal der Dietrich abgebrochen. Super. Nicht schon wieder. Tatsache. 53. Schön. Noch eine Truhe. Die ist gar nicht abgeschlossen. Mit ein paar Buddlerfleische und Waldbeeren. Auch schön. So. Die ist auch nicht abgeschlossen. Lecker. Eine Frischhaltetruhe. Gut. Jetzt frage ich mich, Sockelchen, wo bist du? Entweder da drinne. Oder was ist denn das hier? Das ist... Ach nee, ist das... Das, was ich denke, dass es ist, das ist doch die Mine, die alte, oder? Die neue, oder hier ist eine Lore. Hier ist ein leichter Texturfehler. Nicht schlimm, kein UV-Mapping oder was. Ja, dann gehen wir doch mal hier hin. Und gucken auf die Zeit. 20 brutto. Hier passiert noch nichts. Guck ich mal hier, vielleicht ist eventuell hier der Sockel. Der so- Ach, da ist der Sockel. Warum denn so in die Ferne schweifen? Wo der Sockel ist doch so nah. Yes. Die Kracht der Fokussteine. Gucken wir noch mal im Logbuch nach. Da müssen wir nämlich... Ups, was mache ich denn hier? Dauernd geht das weg. Doch, da ist es. Unter erledigt. So, es wurden jetzt alle Teleportsteine im unbekannten Tal aktiviert. So, und jetzt habe ich natürlich vergessen, mal gucken, ob der auch funktioniert. Der tut die Kraft der Fokussteine. Aha, es gab noch im erledigten Modus. Also hier gab es noch einen Eintrag. Also nicht. Okay. Dann kann ich ja mal gucken zum Tempelportal. Nein, shit. Erstmal gucken, wo ich rausgekommen bin. Zum Sumpf. Ach, das war ja der hier. Zum Banditos Lageros. Si, González. Richtig. Das ist das Banditen Lageros. Richtig. Sorry. Jo. Oh. Deswegen, die Namen kamen mir doch alle so bekannt vor. Obwohl Sneff ja eigentlich ein Koch ist. Okay, speichern wir mal ab, bevor wir da reingehen. Banditos Lageros. Naja, das ist wieder so eine schöne Malerei. Hm? Klappern ein paar Skelette rum. Klappern auch ein paar Skelette, aber da klappert nichts Metallisches in Form von rostigen Waffen. Wow. Ja, Banditenlager. Oh, hier geht's auch noch mal rum. Wo gehe ich als erstes hin? Es ist immer so schwierig, da Entscheidungen zu treffen. Hm, das war doch bei der alten Pyramide auch so ein ähnliches Gebäude. So. Hier ist niemand. Ich dachte, hier wären noch ein paar lustige... Sachen mir nicht. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Okay, Ravens Truhe. Was ist hier? Das sieht aus wie... Womit denn? Aha. Das sieht aus wie... Genau, hier steht die Anleitung, wie man das aufmachen kann. So. Hier, die Anleitung ist kaputt. Schade.
Mir fehlt der richtige Gegenstand. Das heißt, ich müsste wieder so einen Gegenstand haben, um diese Tür zu öffnen. Also, Dille. Was braucht das jetzt? Ein irrer Sound. Vielleicht finde ich den Gegenstand ja hier. In dieser Truhe. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Junge, Junge, was ein Schlüsselgewurstel. Nachher sind die Schlüssel überall verteilt. Dann nicht nur hier. Oh. Oh. Wer bist du denn? Den kann man auch überspringen, ne? Skip. Wir haben den gefunden. Ha, Skippy Boy. Skippy. Mhm. Hi, Skip. Ey. Pirat Skip. Yeah. Hey, wer bist du denn? Bist du Skip? Ja, zum Henker. Der bin ich. Und wer bist du? Mein Name ist Roland. Greg hat mich beauftragt, dich zu suchen. Ach, tatsächlich? Und warum schickt er keinen von unseren Leuten? Greg meinte, dass keiner von denen so verrückt wäre wie du, alleine durch das Orkgebiet zu laufen. Tja, das ist allerdings wahr. Ich soll dich zurückbringen. Greg muss unbedingt wissen, was hier los ist. Ja, ich weiß. Deswegen hat er mich ja hierher geschickt. Hast du was herausgefunden? Ja, es werden noch mehr Orks auftauchen. Wir müssen uns daher so bald wie möglich aus dem Staub machen. Ja. Es wäre gewagt, sein Geldbeutelchen zu stehlen. Nee, lass das mal. So, Quest Skip. Guck mal doch mal im Logbuch mit dem Skip. Ich habe Skip gefunden. Skip begleitet mich zurück ins Piraten. Er begleitet mich sogar zurück ins Piratencamp. Den einzigen Weg, den wir nehmen können, ist der über die Teleport-Plattform, die uns zum Teleport in den Canyon teleportiert. Logisch. Das ist übrigens das erste Mal, wo ich dann wahrscheinlich sehen werde, dass Skippy, na egal, Skippy ist eine alte amerikanische Serie eines Buschkängurus, dass Skip über eine Teleport-Plattform dann mitkommt. Das wäre ja urig geil, kleiner Feuersturm, das mal zu sehen. Das habe ich ja noch nie gesehen, dass andere NPCs über eine Teleport-Flach. Hier ist noch was Löckel. Grundstücke. Noch was Leckeres. Silberne Schale. Reines Mana. Badu. Und ein Skelettchen erschaffen. Ja, wollen wir denn Skip ja mal richtig zu Hause schicken? Skip will nach Hause telefonieren. Nee, das geht nicht. Nicht nach Hause telefonieren. Da ist noch was mit Schale. Mit Gold. Goldener Teller. Richtig. Ja. Und goldenen Tellern ist es sich besonders gut. Was dampft hier so lustig? Weihrauch? Nee. Sub, Skippy Boy. Ich habe ja noch nicht alles untersucht, aber ich werde doch mal. Da sind wir drin gewesen. Okay, dann machen wir. Dann gehen wir mal wieder zum Piratenlager. Sonst. Dann war da noch was mit Greg und Fokussteine und irgendwie muss ich noch einen Bericht erstatten und. Habt ihr nicht gesehen. So, dafür haben wir ja schon 26 Bruttospielstunden. Moment mal. Hier rüber geht das ja nicht, ne? Es geht ja nur über den Teleportstein in Canyon. So, nochmal gucken. Nicht, dass ich mich da... Den einzigen Weg, den wir nehmen können, ist über die Teleport-Plattform, die uns zum Teleport in den Canyon teleportiert. Gut. Auch gut. Tja, es gibt. Das heißt, wir müssen also den ganzen Weg jetzt hier durch bis zum in der Mitte und dann rüber. An der Stelle werde ich es natürlich abkürzen und schneiden. So, Skippy Boy, dann kommen wir hier durch. Und dann melden wir uns gleich wieder, ne? Und dann zeigen wir, dass wie das mit der Teleport-Plattform funktioniert. Ja, hier gibt es auch ein paar Sachen, die wir eliminieren müssen. Diese lustige Sumpfgasdrohne. Weiß, dass der Herr Skip auch die Waffe zückt. Ach, sogar auch. Na, tolle Nummer. Was haben wir denn hier? Ach, sehr schön, Skippy. Skippy, sag ich. Okay. Wo war sie denn jetzt? Okay. Einfach ist das. Gut. Gut gemacht.
Danke. Okay, bis später. Skip, hier wären wir. Heiltrank geben, wie so ein Dit. Der ist auch gar nicht verletzt, aber das ist ja mal so standardmäßig. Jetzt die Plattform zum Kanion, Banditenlager, Teleportal, das ist er nicht. Zum Tal. Aha. Hä? Hä? Oh Mann, ach so ist das. Wird einfach weggespawnt. So, aktuelle Piraten. Skip hat sich bereits zum Canyon teleportiert. Ich folge ihm und dann geht es weiter zum Piratenlager. Ausrufezeichen. Zum Tal. Zum Canyon. Also bis dahin zum Piratenlager. Guck, guck, hier bin ich. Henry. Nathaniel. Macht so lustig große Sprünge jetzt hier. Achso, er muss sich ja wieder reinrendern. Ja, mal gucken, wo denn Skip geblieben ist. Hier ist Garrett, Smitty, Brandon, Matt, Lukas, Morgan, Francis. Mal gucken, was Greg sagt. Immer noch nix. So, wo ist denn jetzt Skip geblieben? Findet er vielleicht? Ne, das war ja wieder anders. Ich such den Skip. Du. Vielleicht hockt er hier rum. Owen. Bones. Und wärmt sich auch nicht an dem Feuer. Da ist er. Ne, das ist Jenkins. Das könnte er sein. Nee, das ist Ren. Da bist du bekloppt. Wo ist denn jetzt der Skippy? Skippy. Nicht Skippy. Vielleicht muss ich in der Nacht schlafen. Vielleicht, dass er dann da irgendwie dann, eventuell da sein wird. Ah, oh, ja klar. Wer hat denn hier noch geschlafen von euch? Mal gucken, wenn sie alle noch am Pennen sind. Brandon, Garrett, Francis. Verdammt, genau. Jo. Henry. Goldenen Kelch, den lassen wir mal da. Ja, wo ist Skip hin? Er müsste doch jetzt irgendwo auftauchen, denke ich mir mal. So, irgendwie hier in den Unterschlüpfen. Jenkins, Nathaniel, Bones. Owen, Tom, Morgan. Und dann gab es ja noch hier den Schnapsbrenner hier. Wie gesagt, bei dem irgendwie an. Wo war denn der nochmal? Ja, der war weiter. Nee, das war. Oder? Das war doch auch in der Höhle. Nee, das war sie aber nicht. Jetzt bin ich doch zu weit. Sorry. War denn der Schnapsbrenner? Ich war zu weit. Ich hab's wieder nicht gesehen. Ja, genau, da wo die vielen Fässer stehen. Liebe Leute, wenn hier Skip nicht dabei ist, hier ist nämlich nur Samuel. Dann gebt mir bitte einen Hinweis, wo er sein könnte, falls ich ihn in den folgenden Folgen... Moment mal, das ist die letzte vierte Folge, die ich für die nächste Woche mache. Okay, dann wären natürlich Kommentare sehr hilfreich. Und ich bedanke mich für euer Zusehen. Daumen, ihr wisst. Und gucken wir nochmal hier rein. Nee, da waren wir schon. Das waren ja die Pilz. Ja, dann werde ich mich verabschieden, weil ich hier schon... Ja, das sind doch Henry, genau richtig. Ja, ich kann sie... Ah, vielleicht da oben. Das kann sogar sein, dass er hier oben ist. Und wenn er nicht hier oben ist, dann ist nur der Bill und der Nathaniel. In diesem Sinne, ihr wisst Bescheid. Bis zur nächsten Folge. Ich verabschiede mich. Tschüss.